30% wählen gehen, weil 30% sagen, sie tun da irgendwie ein Zeichen mitsetzen. Kann ich nur sagen, am Ende, wenn die Wahlen rum sind, werden trotzdem 100% Bundestagsmandate verteilt. Also da bleiben nicht 30% der Sitzplätze frei. Das ist einfach schon mal ein mathematischer Grund, warum es nichts bringt, aus Protest zu Hause zu bleiben. Wählen Sie eine Partei. Es gibt genug auf dem Wahlzettel. Die Linke macht dafür gute Angebote. Auf der anderen Seite muss es, glaube ich, auch im Deutschen Bundestag Parteien geben, die bewusst auch in die Oppositionsrolle wollen, weil die Opposition zum Parlament und zur Demokratie dazugehört. Und wenn es bei Rot-Grün nicht ganz reicht, sind wir gern bereit, die Roten und die Grünen ein bisschen mit zu unterstützen. Ihr werdet übrigens die erste Regierung, die vielleicht schon mit 35% oder 40% eine Mehrheit stellt. Also da müsstet ihr ein bisschen locker rangehen. Wenn es um die Inhalte geht, wenn es wirklich um die Frage geht, dass es keine Auslandseinsätze der Bundeswehr mehr gibt, dass soziale Gerechtigkeit wieder im Vordergrund steht, dann gibt es die Linke und dann gibt es da eine gute Alternative zu allen anderen hier am Tisch. Dankeschön.